Hi, ich bin Reiko und hier ist eine weitere kleine Vorschau auf die zweite DVD zum Buch Handwerk Plektrum Gitarre, der solide Weg zum Profi. Diesmal Typ 3, Blues Lick 8. Für Quereinsteiger hier nochmal der Hinweis, dass in einem Blues sowohl die Dur als auch die gleichnamige Moll-Blues-Tonleiter gleichzeitig zum Einsatz kommen können. Warum das so ist und warum Moll-Blues-Fingersätze immer der jeweiligen Varianttonart und nicht der Paralleltonart entstammen, erkläre ich dir ausführlich und leicht verständlich in meinem Buch Handwerk Plektrum Gitarre – Der solide Weg zum Profi. Für diesen Lick benötigst du wieder die Mischung aus beiden Fingersätzen, G-Moll-Blues-Fingersatz Typ 3 und G-Dur-Blues-Fingersatz Typ 3. Und das Ganze wieder Schritt für Schritt. Nochmal. Und um Schritt 2 erweitert. Der ganze Lick besteht übrigens aus einer durchgehenden Achteltriolenkette. So, Schritt 3. Und um Schritt 4 erweitert. Und das wäre dann der Schritt 5. Nochmal ein bisschen schneller. Und nochmal der gesamte Lick. 3, 4, 5.